über dem Jenseits. Dieser Film nimmt keine Rücksicht auf dich. Du bist Lisa, nicht wahr? Ja. Mein Name ist Emily. Ich wollte dich kennenlernen. Über Angst greift das kalte Entsetzen nach dir und zerfetzt dich. Du musst dieses Haus so schnell wie möglich verlassen, sonst werden sie dich auch holen. Über dem Jenseits, wo immer du bist, das Grauen ist in deiner Nähe und wird dich anspringen. Warum hörst du nicht auf mich? An diesem Ort ist eine der 7 Pforten, die zur ewigen Verdammnis führen. Alle, die hier früher gelebt haben, sind auf furchtbare Weise ums Leben gekommen. Über dem Jenseits. Sei mir bitte nicht böse, Lisa, aber das sind Hirngespinste. Aber ich hab's doch mit eigenen Augen gesehen. Über dem Jenseits. Wohin du auch fliehst, es wartet schon auf dich. Hier geschieht etwas Furchtbares. Überall und immer greift es nach dir. Es gibt kein Entkommen. Wir sind nicht allein hier. Red nicht solchen Unsinn. Du lügst mich an. Ich weiß genau, dass uns jemand beobachtet. Ich bin bloß so durcheinander, weil mir Emily diese Geschichte erzählt hat. Emily? Wer ist das? Ein blindes Mädchen. Sie wohnt in dem alten Holzhaus an der Kreuzung. Über dem Jenseits. Auch du wirst ihm nicht entrinnen. Lass mich in Ruhe! Ich will nicht zu euch zurück! Macht, was ihr wegkommt! Lass mich nicht an! Und also in dem Holzhaus an der Kreuzung, richtig? Ja. Das Haus steht seit 50 Jahren leer. Das ist unmöglich. Ich habe euch gewarnt. Jetzt werdet ihr genauso enden wie all die anderen. Oh, ich will ihr Haus, John! Oh, oh, oh. Lucio Fulcis neuester Film. Ein Schocker, der bis an die Grenze geht. Über dem Jenseits.